Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Da. Also ich bin ja soweit. Von mir aus können wir in die Stadt. Also wir haben Ja. die Nacht über ein bisschen Fackeln aufgestellt, unser Gebäude ein bisschen sicherer gemacht. Fackeln sind einfach da, um halt, ja, damit wir die Zombies besser sehen und mit Pfeilen beschießen können. Wo ist denn die Stadt? Da wir momentan leider noch keine Bergarbeiterhelme haben. Ja, Bergarbeiterhelme, falls die Leute, die das Spiel nicht kennen, ist die beste Möglichkeit, irgendwie, ja, zu leuchten und gleichzeitig zu schießen. Weil das sind halt Lampen, aber Kaktus, die sind auf einem Helm. Ja, es gibt zwar so Taschenlampen, aber die kann man, glaube ich, auch nehmen. Aber dann hast du keine Waffe in der Hand. Richtig. Das ist natürlich total blöd. So wie die Fackel hier quasi. Kommt, Zombies, ich zeige euch den Weg. Hier sind so viele auf einmal. Kann man die anzünden? Das habe ich noch nie versucht. Nee, geht irgendwie nicht, oder? Naja, wäre cool gewesen. Ich bin der Fackelträger. Wow. Oh, Athletik. Schon auf Level 11. Cool. Solche viele Lauferei, die wir am Anfang hier mal machen. Ah, Steinhacken ist mal eine gute Idee. Ich weiß. Immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen. Ja. Damit man sich bei Not Pfeile machen kann. 88 habe ich zwar, aber... Ich habe gerade 67. Ja, eigentlich müssen wir ja zum Händler, aber wir dachten uns mal, wir gehen nochmal in die Stadt. Vielleicht gibt es da besseren Loot. Weil zum Händler durch dieses Scheißgebiet wieder zu laufen, haben wir gerade keine Lust. Und da ist ein leerer Baumstumpf. Hier war die Mathilde schon. Jupp. Ich komme gar nicht hinterher. Ich hechle hier mir einen ab. Hihi. Ach, jetzt seh ich dich da rechts. Weil ich darf gleich wieder zu Fuß gehen. Laufen ist nicht. Habe ich gerade ein Schweinchen gehört? Ich habe ein Schweinchen hab links, gehört. Links sehe ich einen Wolf. Definitiv schwarzer Wolf. Ich laufe mal rechts weiter höher. Also Richtung Osten, Nordosten ist Wolf. Also die schwarzen Wölfe sind größer als die normalen Wölfe und ich glaube auch stärker. Ja. Vertragen somit mehr Pfeile und sind einfach ätzend. Oh ja, die tun weh, wenn die einen erwischen. Schön ist es, wenn man dann irgendwann seine Basis so ein bisschen ausgebaut hat und da so ein Rudel Wölfe des Nachts vorbeikommt und mal in so den Fallen, die man um das Haus herum aufgestellt hat, darin allesamt verrecken, dann hat man erstmal eine schöne Fleischlieferung bekommen. Ja, wenn das mal vorkommt, ja. Neben einem Baumfell-Simulator ist das ja auch ein schöner Wandersimulator. Ja. Bin schon wieder kaputt.
glaube, die andere Stadt wäre kürzer gewesen. Ich glaube, ja, aber die war im Kackgebiet. Ah, stimmt auch wieder. Ich habe Honig gefunden. Das ist gut, heb mal auf. Weil gerade am Anfang infiziert man sich ja doch gerne noch mal leichter, weil die Zombies einen leichter erwischen. Und gegen Infektionen hilft halt Honig, Antibiotika oder natürliche Antibiotika. Ja, man kann sich später noch ein bisschen Rüstung bauen, Lederrüstung, Metallrüstung. Das schützt einen auch etwas. Später hat man auch genügend Antibiotika und alles, aber bis man erstmal da ist, dauert das so ein paar Tage. Ich glaube ein, zwei Wochen. Ja, kommt hin. Dass man dann auch mal wirklich so einen kleinen Vorrat hat und sich denkt, okay, ich bin infiziert, es ist jetzt nicht gleich ein Weltuntergang, ich habe noch genügend Zeug zu Hause. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es dauert, bis man stirbt, wenn man infiziert ist, aber so einen Tag überlebt man locker, glaube ich. Ne? Locker, ich glaube so 2-3 Tage dauert das. Ja. Du bist ja erst hier Infektionsstufe 1 und dann kommt Stufe 2, da hilft dann Honig zum Beispiel nicht mehr. Ich glaube, über Stufe 2 bin ich bei der Infektion auch noch nicht hinweggekommen, weil ich mich im Zweifelsfall vorher selber getötet habe. Einfach, weil es auch extrem auf die Ausdauer geht. Ja, Levelaufstieg. Level 5, juhu. Ich bin auch Level 5. Oh, jetzt müssen gehen. Ich hätte es aber auch ganz schön. Hm? Ich habe deine Spielfigur hecheln hören. Na, was meinst du, wie du rumstöhnst? Was? Ich? Auf keinen Fall. Voll. Oh, da sehe ich ein Hochhaus. Die sind gleich da. Sollten uns auf jeden Fall die Zeit merken, die wir hingebraucht haben. Wir sind jetzt schon knapp 3 Stunden unterwegs, nämlich. Ja, super. Haben uns die längste Strecke ausgesucht. Ne? Ah. Das heißt, 18, 19 Uhr hauen wir ab. Spätestens. Das heißt, wir sollten vielleicht doch dann eine nähere Stadt das nächste Mal uns nehmen. Ja, wir können ja alles gebrauchen, aber das Hotel will ich jetzt nicht durchgucken. Das ist vom Loot-Faktor nicht so geil. Sag mal hier. Booby Trap würde ich auch noch nicht reingehen, aber da ist hier so ein Shamway, so ein Essensladen. Essensladen klingt sehr gut. Wir brauchen noch sehr viel Nahrung, sehr viel Tränke und was weiß ich nicht alles. Ach komm, auf dich möchte ich einfach mal einschlagen. Ach, stirb doch mal! Wie hat er mich erwischt, wenn er dich schlägt? Oder hast du mich gerade erwischt? Nee, das haben wir ausgeschaltet, ne, Feindlich? Ja. Kein PvP. Wir sind weicher, ja. Doch gut geschützt, ne? Hausten dagegen, ach so. Erstmal zusammenhauen. Ja, geht schneller. Boah, kacke, ey. Mit dem Steinwerkzeug dauert das noch ewig. Ja, später mit der Stahlaxt einmal hauen. Tada. Keine Zombies? Das kann doch nicht sein. Ich hab schon mal ein lecker Bierchen gefunden. Das ist gut. Bierchen ist gut für die Ausdauer. Und du hast jemanden gefunden? Oder sind die noch hinter? Sind in der Tür. Soll mal ruhig die Tür kaputt hauen für uns. Ja, brauchen wir das nicht machen.
Noch ein Bierchen. Jetzt sind sie raus. Brauchst du Hilfe oder geht's alleine? Alles gut. Ein Honig gefunden. Sehr schön. Danke. Ist das nur eine Klotür gewesen, oder? Bei dir? Ja. Gibt's hier noch einen Raum? Dann mach. Dann mach ich den schon mal auf. Ja. Huhu, hilfst du mir mal da drin? Genau da bin ich. Hau mal gegen. Schaffst du, das ist ein großer. Oh. Hey, bleib mal hier. Hey! Junge, wo willst du hin? Der hat wohl keinen Bock, getötet zu werden, noch. Also ein zweites Mal. Geiziger Zombie, der hat ja nichts. Ach, da bist du ja schon. Ja, ich bin durchs Tor reingegangen. Fleisch. Ja, wir sollten gleich mal gucken, dass wir so ein bisschen unser Zeug zusammenpacken. Am besten hier drin, das eignet sich doch. Was ist das? Pack hier mal Honig rein. Bier. Fleisch? Oder Fleisch kann ich ja auch nehmen. Fleisch gebe ich dir. Schmerzmittel, Geld, Münzen, Jeton. Habe ich nicht. Okay. Plastik? Habe ich nicht. Dosenfleisch? Dosenfleisch? Ja. Habe ich nicht. Nimm erstmal das, was da drin ist. Ich weiß auf jeden Fall hier. Das und das Fleisch kannst du schon mal haben. Und sind wir hier fertig, ne? Ja. Auf jeden Fall gut Futter gefunden. Ja. Achso, der hat mich angeguckt. Ups. Ich dachte gerade. Der hat dich angeguckt und ich kann schön von hinten. Naja. Ist in diesen komischen Bowie Harrys auch was Gutes drin? Harry. Harry Harrys. Schnell im Biss, würde ich sagen. Oh, Tür ist offen? Jo. Auch selten. Nimm den mal von draußen hier, nicht dass der gleich von hinten kommt. Headshot. Rennt schon durch? Nein. Ich wollte dir nur kurz helfen. Ach so, danke. Dann habe ich jetzt erstmal die Zombies weggeknallt. Oh, hier ist ein Safe, an dem wir uns auslassen können. Ey. Was ist denn das hier für ein Laden? Ja, ein Laden mit leeren Schränken. Ich würde sagen, Harry war in einer Eile. Wortwitz.
Scheiß Laden. Dass wir uns gleich, dass wir den anderen Laden da uns sparen können. Ja. Aber wo, eine Kiste? Was ist das? Nee, ist kein Holz. Nee, nicht, ist leer. Okay. Da links ist eine Tankstelle, aber essen wäre mir lieber erstmal. Hm. Ah, hier ist so ein Working Stiff Laden. Ja, rein da, 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 rein da. Hat sogar offen. Warte. Oh, Tourist. Wieder. Boah, geh doch mal. Tot. Jetzt ist er tot. Hört sich tot an. Hat nichts dabei, der Gestörte. Hinten sind noch welche, aber da ist gerade die Tür zu. Ja, im Nebenhaus sind doch welche. Ja, yeah, Kartenhacke. Ah, hier geht's auch höher. Ach, hier oben sind sie. Dann. Ah, dass er sich immer bewegen muss. Durch. Oh, zurück. Der Pi war tot. Er ist tot wieder. Jo. Der auch. Auf dem Dach könnten noch welche sein. Oh, hier hinten will einer rein. Sehr frech. Ich geh mal kurz aufs Dach, guck, was da los ist. Ja. Ne, hier oben ist keiner. Ja, hier unten ist doch so eine verklappte. Kann auch im Nebengebäude sein. Aber ich habe auf jeden Fall eine Gartenhacke und eine Stahlschaufel gefunden. Und gerade die Gartenhacke freut mich sehr. Ich habe Antibiotika, Stahlgerüst 19 und einen Clownhammer. Nett. Aber der Clownhammer ist schon fast lediert. Aber hat sich besser gelohnt als dieser Essensladen. Ja. Die Küche. Hast du die Küche angeguckt? Nee, ne? Nee, oben habe ich mir gar nichts angeschaut. Gut, dann mach ich jetzt nochmal schnell. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch einen Kochgrill. Ja, ich habe bisher einen Kochtopf gefunden. Brauchen wir den noch? Nö, wir haben schon zwei. Oh ja. Aber Kochgrill können wir uns wahrscheinlich sogar demnächst selber machen, weil wir ja eine Schmiede haben. Genau, dann kann ich hier jetzt zerhacken. Hier. Gibt Stahl. Gut, oben ist sauber. Was hast du hier gefunden? Ja, eine Werkbank, aber. Cool. Dann gehen wir mal raus hier. Ich bin eindeutig. Schauen wir uns mal das Nebenhaus an, die Nerven da drüben. Das ist einfach eine zerstörte Ruine, ne? Also ich
Lärm kommt von hier. Ja. Hier ist noch zwei Häuser weiter ein Crack-A-Book. Bitte? Ein Crack-A-Book, also ein Buchladen. Hm. Also ein Pop-Up-Pilz ist auch da hinten. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Oh, oh, da kommt ein Zappel-Philipp. Ich finde diesen Typen immer unberechenbar. Der so zappelt hier. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja. Ah, die Tussi, die noch nervt, ist hinten. Ach, die haben ja auch so ein bisschen das Regal und den Stein weggekloppt hier. Und tötet sie. Das hört sich gut an. Ich gehe mal nach oben checken. Ja. Oh, toll, im Laden war eine Kloschüssel. In der Kiste. Cool. Na komm. Schwester, hast du Antibiotika? Oder Honig? Ich geh mal aufs Dach. Ja. Aber das Dach ist schon wieder. Wo sind die denn? Nebenhaus. Wir kommen immer näher wahrscheinlich, ja? Schloss brauchen wir nicht. Kannst du aber zerlegen? Ja, mach ich auch. Die nerven so dermaßen. Ach, hier gibt es noch einen Lagerraum. Da sind die hinter wahrscheinlich. Helf mir mal ein bisschen jetzt von dies. Genau, haut mal gegen. Ihr müsst ein bisschen mehr hauen. Lass mal einen Denker. Ah, hier ist auch ein Safe. Ein großer. Ich komme. Aber... Müssen wir jetzt auch nicht machen. Safes sind eh meistens nur Waffen und wir brauchen gerade keine Waffen. Naja, da gehe ich lieber in den Buchladen, in den Clan. Ja, ich komme mit. Ich kann die Bücher ab, weil du sie alle wegliest. Fröhliches Lesen. Leer. Ah, ist doch wer da. Oh, ich kann Benzinkanister machen. Cool. Scharfschützengewehr. Okay. Ne, sonst nur leere Seiten. Ja, bei mir auch. Ist da jemand auf dem Klo? Ja, im Hinterraum wahrscheinlich. War das noch ein Hinterraum? Ja, ich glaube schon. Oh, das sind oben. Oder? Nebenan. Hm. Ah, hier oben ist auch noch verschlossene Tür. Da haben sie auf jeden Fall schon was zerkloppt. Ja. Nämlich die falschen Sachen. Ah, hier oben mal kaputt. Oh.
Schieß mir die Beine ab. Also ich bin nicht gespürt, ich mach gerade zweifach Schaden. Oh, ich nicht mehr. Oh. Spring runter! Hat die das alleine? Oh, Kettensäge, geil. Pistol kann ich jetzt lesen. Und Alteisen Hosen. Um. Wow, wow, wow. 4 Zombies hier oben. Scheiße. Lass mal den einfachen machen. Ach, das war's für mich. Ich schaff's, diesen Banker nicht zu treffen. So, geh weiter im Kreis. Aua, der eine Dick hat mich erwischt. Scheiße, ich blute. Oh, ich bin... Scheiße. Ich bin zwischen den Häusern gefallen. Ich lebe noch. Also ich wollte nicht zwischenfallen. Scheiße, ey. Ich habe mir Gott sei Dank nicht die Beine gebrochen. Sehr schön. Was dich aber jetzt ein bisschen gelohnt haben, ja. Ja. Ich kann übrigens nichts mehr nehmen. Michse ist voll. Jo. Bei mir geht's. Was hat denn das? Ich hab hier wieder Blei, habe ich. Ja. Habe ich. Naja, ich hab's wieder letztes Mal schon reingepackt. Ich bin ja auch schon fast voll, also. Okay. Ja, dann lass uns auf den Rückweg machen. Boah, ich spring jetzt nirgends mehr runter. Das war vorhin schon Glück genug. Das Benzin hier raus nehme ich noch mit. Mach das. Plötzlich ist ja nichts. Geizig. Ich mach mich schon mal auf den Weg. Dann kann man da vor Ort ja noch ein bisschen Holz hacken, Stein hacken. Das ist ja alles Zeug, das wir auch machen müssen. Und ich werde anfangen, schon mal seinen Garten anzulegen. Ja, das war der erste Ausflug in die Stadt. Ja, war ja ein kleines Gemetzel. So, aber ich glaube, den langen Weg und das bisschen Verteidigen, Holzhacken, das können, brauchen wir jetzt nicht aufnehmen, denke ich mal. Ich glaube, wir können hier erst einen Break machen. Halbe Stunde haben wir auch, das reicht ja erstmal. Suchen wir uns für den nächsten Tag einen Aus... Ja, überlegen wir uns mal, was wir am nächsten Tag machen. Ja, wir könnten gegebenenfalls doch endlich mal zum Händler laufen. Dann sehen wir auch, wie die Stadt in unserem geliebten Hassgebiet so ist. Man könnte natürlich auch noch ein Stückchen weiter nach Westen auskundschaften, ob da vielleicht eine Stadt ist, die näher ist, weil die hier ist ja doch ziemlich weit weg mit etwa 3 Stunden Fußmarsch. Ja, 3 Stunden Fußmarsch, das ist echt ätzend. Also mit den Mopeds später ist es kein Problem, aber zu Fuß ist ätzend. Nee, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier erstmal.
haut rein. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.